Oh, mit der und jetzt wieder zum Timberborn. Nicht wundern. Ich bin gerade online. Nee, online. Ich bin gerade streammäßig online. Ja, ich habe eigentlich gerade schon angefangen. Ich habe 5 Minuten schon gehabt und dann ist also anscheinend OBS niedergelegt. Habe ich nicht mal mitgekriegt. Ist natürlich mega toll. Auf alle Fälle haben wir jetzt halt eine kleine Baustelle gemacht. Einmal da. Dass ich das erklären kann. Ich habe mir gedacht, so, ja, das Wasser, das ist zwar ganz schön so, haben wir, war eigentlich auch ziemlich geil, aber ich glaube, dass es mehr Sinn macht, wenn wir da unseren Wasserding haben. Der, wo da oben geht, geht da bis dahinter. Wie man sieht, geht er schön dahinter. Und da einer. Kann man vielleicht einmal sagen, dass man das irgendwie da einer macht oder so. Aber dafür braucht man halt die Golem-Fabrik. Weil die wiederum, wo ist das? Die. Na? Was kann ich mal? Hä? Wo oh, jetzt die gleich nochmal? Da beim Essen können wir das, aber das können nur Golems bedienen. Und das ist halt so eine Sache. Die, ah, okay, die können dann setzen. Ah, okay. Auf alle Fälle. Da ist es bei Wissenschaften. Da müssen wir noch die Golem-Teilfabrik, Biokraftstoff, bla bla bla. Das ist lauter so das Zeug, müssen wir alles machen dann. Aber erst alles eine, dann das andere. Deswegen machen wir jetzt erstmal auf die Weise. Das können wir einfach bauen. Haben wir kein Problem damit. Easy cheesy. Dann habe ich da jetzt erstmal Planken herplatzieren müssen. Ich weiß nicht, warum die schon wieder 13 da haben. Das verstehe ich überhaupt nicht. Wieso habe ich 22 jetzt davon da? Ich habe da 10 Dinge eingestellt, verteilt damit. Wie kann das sein, dass ich da mehr als 10 wegbringe dann? Ich check's nicht. Muss ich da 50 einstellen oder was? Dass sie es dann nicht mehr ausliefern. Ich versteh's nicht. Das ist so doof erklärt und so doof gemacht immer wieder. Okay, also. Jetzt erkläre ich diesen. Jetzt machen wir das erst. Ja, genau. Das ist auch wieder verbunden. Perfekt. Also, wie man sieht, die aber da das hergemacht, dass wir da bewirtschaften können dann. Jetzt kommt dann mal der Feuerplatz da weg. Wir haben bei dem um. Lagerfeuer. Lagerfeuer. Aber dort hier ein Weg her. Der Weg ist weg. Das ist schon wieder im Schatten so aus. Ah. Genau. Da macht man das. Da haben wir das, gell? Die haben wir relativ zeitig dort, die Leute. Also, dass uns Holz da nicht ausgeht. Da haben wir da 10 Tage auf ein Holz warten. Da haben wir ja sowieso schon letztes Mal umgestellt. Auf Ahorn, das habe ich doch erst gecheckt, dass das überhaupt mehr Holz bringt. Ich habe mir schon gedacht, hey, für was gibt es für unterschiedliche Hitze? Das habe ich mich schon die ganze Zeit so gewundert. So, hä? Das macht überhaupt keinen Sinn so. Auf alle Fälle. Hunger nur leid, eigentlich? Ich glaube nicht. Auf alle Fälle, da haben wir jetzt ja dann noch umstellen auf das ganze Ding da. Auf das ganze Ding. Auf die Ahornbäume. Was da hinten passiert. Und ich mir denke, wir haben uns halt das da hergebaut und ich glaube, dass das einfach. Braucht man eh überhaupt nicht mehr.
Weil es ist, glaube ich, am gescheiten, man lässt man das jetzt einfach so, wie es gerade ist. Weil wir müssen es unnötigerweise nur bei der aufbauen, dass das da noch bewässert ist. Oder von da aus ein Ding abbauen. Und es ist beides ein Schwachsinn, da können wir von dem Bezirk nochmal hin. Da unten auch nicht. Also müsste ich da einen extra Bezirk wieder machen, dass ich das da bauen kann, was einfach überhaupt keinen Sinn ergibt. Verstehst du es? Ich glaube schon. Was, wir machen jetzt da erstmal unser riesen Baumding her. Was da immer. Ist das hier verdorrt und leblos? Verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Okay. Egal. Wir bauen wir dann da einfach irgendwann die Erden ein und dann können wir da easy cheesy, ohne dass wir da Mords aufstauen müssen oder sonst was. Wie es jetzt ist, jetzt stauen wir halt da gerade auf. Wie viel stauen wir da jetzt auf? Auf halb? Ja, auf anderthalb. Stauen wir jetzt auf anderthalb auf. Da haben wir extra Plattform herbaut, dass man da reingehen kann. Und ja. Nochmal nach wird das ja irgendwann. Das haben wir von die ersten, glaube ich. Oder da. Ja, ich weiß nicht. Das sind alle schon so ewig wieder dort. Nochmal übel viel Heißerschwäche herbaut. Im Blick gerade hat. Ah, cool. Hat aber cool Obdachlosen. Das ist schon mal sehr. Wir haben 64 Leute. Juhu. Hä? Wo gibt es bitte Arbeit? Die keine Arbeit da haben. Da unten. Da liegt Strom oder was? Brauchen wir da unten überhaupt? Warten, brauchen wir da unten überhaupt? Ey? Das ist gerade die andere Frage. Ich glaube nämlich nicht. Ne? Das ist auch der Grund, warum da keiner ist. Oh lol, ich sag, das jetzt erst. Das Wasser läuft da so lang und so niedrig. Deswegen. Da läuft einfach so wenig. Mich wundert das schon. Es ist doch nicht gescheit runterläuft, hat mich schon gewundert. Beim ersten Mal, wo wir das ausprobiert haben, ist ja fast schon reingelaufen. Ich war so, hä? Das ist keine Dürre. Und da steigt das Wasser nicht über die Ding drüber. War schon ein bisschen weird jetzt gerade. Ah, ich glaube, ich weiß wieso. Weil sich da jetzt gerade der ganze Ding gefüllt hat und dadurch das. Kann natürlich sein, gell? Das kann natürlich sein. Gut, jetzt, wie gesagt, das lassen wir jetzt einfach mal wirken. Kartoffeln funktionieren jetzt auch endlich mal wieder richtig. Ja, deswegen da jetzt mal sagen, die fangen da auch schon zum Bauen an. Wir werden jetzt mal schauen. Also es kommt ungefähr so weit. Ich sag so, bis daher. Da braucht man irgendwo da hinten dann. Dann ist auch irgendwo da oder so. Irgendwo da. Ne. Essen müssen wir da wieder anbauen.
Le Deich. Deich. Eigentlich ist mir das ja wurscht, wie das da ausschaut. Weil es eigentlich immer gut ausschaut. Ich glaube, dass das sogar zu wenig ist. Oder dass ihr da viel weiter hinten noch kommt. Ich schau, ich muss ehrlich sagen, so von der Ansicht schaut so mega aus. Das ist so crazy. Ich weiß nicht, ich liebe das Spiel einfach irgendwie. Wir gehen noch weiter hinter. Mindestens so, da ich mal sagen. Das ist irgendwie doof, ey. Lieb's einfach. Ich liebe einfach, wie das da ist. Kehrt er dann sowieso nochmal in das Distrikt eigentlich her, gell? So, wo mir das gerade so auffällt. Gut, ja, die Kartoffel-Distrikt kann da schon mal herkommen. So. So, Aber jetzt ist erstmal das da wichtig, dass das da bis oben geht. Wenn man das dann abgeschottet hat, mehr oder weniger. Ja, dann wird da irgendwann auch zugemacht und so. Also, noch und noch wird es schon. Weil jetzt mal sagen, ich skippe euch mal ein bisschen los, dass nicht allzu viel. Oh, es muss ein bisschen hinsetzen und sonst was habt ihr. Mich ja, dass ein bisschen was passiert. Also, bis gleich. So, jetzt haben wir noch ein bisschen was geändert, dass ich euch mal was zeige. Ich habe jetzt da eine Schleuse eingebaut, weil wir jetzt Dürre haben. Und dann haben wir es nicht so. Alter, das hast du ja gar nicht bedacht. Dass da Ding. Dann habe ich da kein Ding gehabt. Also habe ich Schleusen herbaut, da wo ich von dem Bezirk halt her komme. Weil ich woanders komme ich nicht hin. Ja, und eigentlich muss man sagen, es geht relativ gut sogar, oder? Wenn ich mal sagen, vom Platz her kommt man gut hin. Aber da fällt mir auch gerade nur was auf. Genau, deswegen kommen die da wohl nicht hin. Wenn ich da zum Weg herbaue, das wird mir auch nichts bringen. Das bringt man nicht fein. Nein, leider so. Selbst wenn ich da einen her war, das bringt mir gefühlt gar nichts. Weil ich einfach kein Ding mehr da hab. Das ist echt blöd gelaufen, ne? Aber was will ich da machen? Einfach dabei so. Lass mal es einfach. Irgendwann werden wir es schon wieder brauchen können. Aus positiv ist, die Bam halten 10 Doch, glaube ich, oder so aus, ohne 15 Doch sogar, glaube ich. 15 Doch, ohne das Wasser haben. Also ist schon flott, das ist schon top, so da ich mir sagen. Flott. Warum flott? Ich weiß nicht. So, jetzt gehen wir
auf unsere Bedürfnisse schauen wegen dem Essen. Wenn mich das schon länger interessiert, also Karotten, Sonnenblumenkerne, Grillkartoffeln, Brote, gegrillte Kastanien, Rohrkohl, Cracker, gegrillte gelbe Teichrose, Ahorn, Gebäckstücke. Ahorn-Gebäckstücke. Was kriege ich denn bitte aus einem Ahorn außer? Ahornsirup. Braucht man Ahornsirup. Ist das? Brauchst du jetzt auch noch zum Backen halt, ne? Ja, geht rein. Wo kommst du jetzt schon wieder her, du Scheißmucker? Ich check echt nicht, wie die da reinkommen. Ich check's nicht. Das ist ganz weird. Jetzt sehen wir vor meinem Gesicht Mucke auf meiner Hand. Ja, gut. Irgendwas stimmt doch oder nicht. Ja. Also, wo waren wir jetzt stimmen? Da wollen wir stimmen. Dann habe ich mir gedacht, so, jo, jetzt müssen wir mal die Dinge da, weil die sind ja überhaupt nicht gemacht dafür eigentlich, dass sie da Essen machen. Eigentlich haben wir das so gemacht, ihr sollt da Essen machen. Das war der Hauptgrund. Und ich habe jetzt mal so gedacht, so, jo, macht man gleich gescheit. Entweder ganz oder gar nicht. Der Schlepperposten wird auch da wegkommen, weil der einfach im Weg ist. Ich sage, ich kann bis da oben umpflanzen, tue ich aber nicht, weil ich ja Hans Wurst bin oder was. Nein, das habe ich bloß nicht gemacht, weil ich einfach eine schlechte Logistik gebaut habe. Also richtig schlechte Logistik. Prinzipiell kann er da vorne der Posten her, der aber viel zu zentral gefühlt ist. Da kennt schon seit Ewigkeiten ist der Weg, Alter. Kennt da Karotten abbaut. Karotti. Karotti. Karotti sind Party. Gut. Seit Ewigkeiten kennt es da ja. Dann. Ja, macht Grillkartoffeln. Und das war halt. Ein bisschen wichtiger noch. Dann da habe ich jetzt erstmal auf mittlere, also auf niedrigere Dinge, vor allem ist da schon wieder im Bezirk. Das macht man dann einfach anders. Immer einfach, macht man einfach mal so ein bisschen Trick 15 dann. Ist schon wieder drinzen da. Ich glaube, das werde ich. Es funktioniert ja, glaube ich, gar nicht. Wenn ich das so mache, oder? Muss ja einen Weg dort haben, glaube ich. Okay. Also, das Lager könnt ihr dann auch weg. Dann können wir, ihr könnt Ohrlager nur Kartoffeln, Ohrlager nur Grillkartoffeln. Dann haben wir schon mal 1000. Wenn wir so weit wieder kommen. Wir haben jetzt momentan 2500 Grillkartoffeln und nicht mal da, sondern da haben wir bloß 1000 Grillkartoffeln da. Was mir kann man eigentlich zu dem Song? Bro, du hörst auf, du fangst an, wieder irgendwas anderes neu gestellt. Das habe ich ja gestellt. Okay, und dann kommt der weg. Dann kommt da der Weg anders her. Gebäude entfernen. So. Dann können wir das Lager noch hersetzen. Das Lager Nummer 2. Perfekt. Dann. Nichts. 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 Gegrillte Grillkartoffeln. Kartoffeln 1000. Perfekt.
So. Wenn wir nämlich alle Sachen, was kartoffelmäßig noch irgendwo anders rumhängt, kommt dann raus. Ja? Ich glaube, da ist beides momentan drin. Und das ist halt 500.000. Hä? Ich halt gar nicht. Das ist halt unlogisch, ja? Vor allem, was ist da oben drauf? Das verstehe ich nicht so ganz, was ist da oben auf Seite? Wasser, wie schaut so Wasser aus? Schaut okay aus, gell? Oder meine ich das bloß? Gehen wir dann heim, aber. Ach so. Also mit der Schleuse, da funktioniert einfach das Gefühl gar nichts mehr inzwischen. Weil einfach alles hier einfach nur noch über drüben voll ist dann auf einmal. Okay. Da ist ja auch noch einer. Ja lol. Ja lol, Alter, da habe ich die, die noch gar nicht angefangen haben. Stimmt. Die bauen wir jetzt woanders hin. Das passt dann schon. Da hat die Embryo. So mal. War mal wichtig. Das war mal wichtig. Leils. Dann können wir da noch sagen, wir können nur zwei herbauen, glaube ich. Eins, zwei. Ja, genau. Dann können wir da nur zwei herbauen, wenn es ist. Dann ist da mal unser Kartoffelding. Dass das mal gut läuft. Ja, mal cool auf den Arbeitsstellen. Das ist schon mal nice. Aber 73 Leute, die wir versorgen müssen. Deswegen kommt jetzt dann noch etwas mehr her. Jetzt können wir auch noch Sonnenblumen, da immer sagen. Ich glaube, wir kriegen direkt Sonnenblumenkerne. Wenn ich das richtig sehe. Dann haben wir schon mal wieder einen Punkt mehr, was wir machen. Und dann haben sie wieder ein bisschen faster. Dann sind die Leute ein bisschen faster. Weil desto mehr die da plus haben, desto mehr gerinnt die nämlich. 10 plus 20. Ist schon sehr geil. Mit 10 war das nächste, ja? Warum? Und deswegen bin ich der Depp oder was? Und du bist. Dann der geht weg vom Wasser. Bro. Da ist Lager. Geh ein und ist was. Sehr schön. Muss ich so sagen, das ist halt sehr schön so, ne? Wir haben auch was geplant, mehr stimmt. Ach, da war was. Ich hätte jetzt echt nicht unter 50 Planken gehen. Das hat mich jetzt verwundert. Okay. Okay. Das ist ja actually eher bloß ein Notfall-Ding. Weil ich da zwei Einerlaufer los. Jetzt sagst du, oh, ich hab was versehen aufgehört. Was halt überhaupt nicht passiert, weil das läuft dann immer in die andere Richtung. Genau. Das ist da. Oh, da schauen wir her. Ich weiß ja, was los ist, ne? Nächstes Mal. Da sind da drei Lager. Drei Holzlager inzwischen. So, 1,6 Tage haben wir da noch. Weißt du, wir können eventuell endlich mal wieder fertig werden. Nein, können wir nicht. Weil wir auch keine Planken haben. Need Planks. Aber wir können doch.
Irgendwann das Game vielleicht so, dass man nur irgendwie. Macht's mir noch. High Prior. Arbeiter, Post muss eine Schlepper. Ja, Schlepperposten ist da auch noch. Also mal Rutscheider haben wir jetzt wieder. Jetzt weiß ich wenigstens, wie es mit dem Verteil damit ist. Also was ich mag, minimal noch da haben brauch. Wo Holzscheide an die 20, sondern mindestens 75. Minimum. Karotten. Keine Ahnung. 150. Meine Bohrleiter Arbeit haben jetzt dann. Dieses Gebäude ist durch Pfade mit einem Distrikt zu verbinden. So. Man darf jetzt auch noch arbeiten. Wie macht das? 50. Es braucht 50, okay. Da haben wir wieder Planken brauchen. Ja, da können wir so Brücke bauen und so, aber. Ich weiß nicht. Es ist einfach irgendwie weird, das zum Bauen. Indem wir. Türe sei vorbei, sage ich dir. So, wo haben wir jetzt wieder gebaut nur? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Also alles was über den Planken, das kommt halt um. Wir sind so fei einfach. Tja, jetzt ist es sowieso der Witz überhaupt. 98 von 400. Wer hat gesagt, das ist 898 machen dürft? Wenn ich 400 einstehe. Was ist los mit euch? So. Sorry, Hans, mit dem Ruhe jetzt mal. Und auf den machen. Wir haben da 1500 Kartoffeln drin, oder? Energieversorgung. Perfekt. So mache ich das. Gut. Okay. Ja, das ist natürlich schon krass, wenn ich jetzt so alle 30 Tage kriege so 1000 oder mehr so Holzstämme oder so. Das ist dann schon. Schon ziemlich fei und geil dann. Aber man muss ja halt sagen, wir brauchen es halt. Deswegen macht man es ja. Ich macht man es, weil wir es brauchen. Und deswegen macht man ja 20 Stunden Schicht am Tag. Das ist wieder vorbei. Muss ich schnell alles hier zurückstellen. Oder oberstellen halt, weil sonst haben wir da ein kleines, aber feines Problem, wenn jetzt gleich wieder Ding kommt. Da können wir ganz oberstellen. Kommt mal gleich das Water. Heute auch hallo. Da kommt schon. Gute alte Water.
Vor allem, man muss sich mir vorstellen, ich kann nicht mehr weiter auszoomen, weil ich bin halt schon ganz draußen vom Zoom. Und weiter geht nicht. Wir sind halt immer annähernd eigentlich an den ganzen Distrikt gerade. Ich glaube, dass wir irgendwann so also abgegrenzt sind durch. Gibt das was so mehr oder? Ach, da ist schon Übergang oder nicht? Ah, auf 1,5, deswegen. Deswegen. Es dauert ein bisschen, bis das voll wird. So 5 Jahre ungefähr. Also jetzt müssen jetzt aber dann gleich runterlaufen. Kannst du mir nicht erzählen. Warum braucht denn dieses Wasser so lange da? Haben wir da oben uns 5. So. Ich finde das immer noch so gut, einfach wie das gemacht ist. Das ist so brutal. Das ist einfach so brutal. Ich finde das wirklich so gut gemacht. Das ist richtig schlimm. Das Wasser, wie das funktioniert und so, ist schon echt krass. So. Einfach, dass da noch mehr Outflow ist. Schon wichtig. Ich verstehe bis heute noch nicht, wie das sein kann, dass wir da schon wieder kein Wasser mehr haben. Schaut euch das an. Wieso haben wir da kein Wasser? Klärt mir das mal an. So ist es so. Das Lager ist auch noch nicht gebaut. Ich bin einfach immer noch Fitze. Olli. Eine Drittelstunde, also alle 1 Stunde 20 Minuten. Kommt Ohrbrill aus, ey. Ist unglaublich. Oh, warte mal, wenn ich eh keiner was zum Tor hat. Macht einfach mal dabei unsere 4 Wissenschaftler auf. Sind die mal ein bisschen forschender. Schlecht. So, jetzt ist Laura fertig. Jetzt will ich das erstmal. Genau. Kartoffeln. Perfekt. Also die Mucke, Alter. Die will ich es halt echt wissen. Du möchtest es halt echt wissen, gell? Ich glaube, die kriege ich halt noch. Irgendwann kriege ich es halt noch. Das ist scheiß Viech. So, ich glaube mir, das ist der Schlange, aber sie hat sich wieder irgendwie durchgemogelt, da weiß ich. Keine Ahnung, wie sie das jetzt wieder geschafft hat. Gut, also, wir haben da das. Jetzt schauen wir, dass das noch fertig wird.
Kann man natürlich mal kurz auf 0 runtergehen von den Dingens, gell? Dass man sagt, so aufteilen, wir machen einfach 0. Warten, Planken. Haben wir jetzt Runde. Jetzt waren wir richtig rund. Gut, gut, gut. Dann müssen wir da bloß noch drauf warten jetzt erstmal. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir da mal ein bisschen im Lager und so fertig haben. So, in der Zwischenzeit, wo wir mir da jetzt gewartet haben, dass da mal ein bisschen was geht. Danke, spät, dass du zwischengespeichert hast. Dass da ein bisschen was geht. Ist jetzt siehst du eigentlich Lades Lagerhaus. Und wir haben da eine kleine Baustelle angefangen. Man sieht da, wir haben einen neuen Damm im Bau, Planung und so. Ich möchte dort die neue Distriktgrenze herballern. Einfach aus dem Grund, weil ich kann dann da Verteilzentrum, Empfangszentrum herballern auf der anderen Seite. Und da können wir Wasserpumpen hermachen. Jetzt erstmal die Biberbetrieb nennen. Und später dann, wenn wir mal wissen, wie das mit den mechanischen ist, mit denen, dann machen wir das mit denen wahrscheinlich, aber erstmal das eine, dann das andere. Ja, genau. Und dann können wir da schon mal ein bisschen besser organisieren. Dann können wir das da weg, da können wir die Wassertanks besser setzen, irgendwie, dass die da weiter herinnen oder weiter da direkt haben. Aber eins am anderen. Jetzt wir erstmal das da bauen. Ich habe erst gemacht, dass nur das da bauen, die Plattform da. Und dann sagt man, das wäre halt gerade, das ist auf sehr, sehr niedrig, also ganz niedrige Prio. Ja, kostet jetzt ein bisschen Holz wieder, aber ich denke mal, demnächst werden wir einiges an Holz haben. Ich glaube, das ist jetzt das Problem, wenn man sagt, wir haben da immer nur 100. Da wäre, glaube ich, können wir machen, aber. Planken. Haben wir schon noch gemacht. Ich weiß nicht, ob da neu ausgeliefert werden bei uns. Oder nicht. Also, da haben auf jeden Fall der Sonnenblumen. Stimmt, Sonnenblumen. Sonnenblumenlager wollte ich noch machen. Habe ich ganz übersehen. Jetzt habt ihr es nämlich auch noch gar nicht gesehen da. Sehr hohe Prio, da machen wir gleich mal. Wünscht nichts, erlaubt nichts. Sonnenblumen. Sonnenblumen bei S muss es sein. P ist Sonnenblumenkerne. 1000. Perfekt. Da ist nur das erlaubt, da ist nur das erlaubt. Super, super hot. Und wie die miteinander arbeiten, das ist ja richtig schön. Also momentan, ich habe da jetzt die ganzen Dinge abgerissen, weil da her müssen zum Bilden vorab. Und man sieht ja da schon, da ist einfach das läuft da nicht so geil. Aber ich bin ja nur überlegen, ob ich einfach da bis daher das mache, dass ich nur nicht her. Kann man natürlich auch noch machen, gell? Also ich sag, mit Ball hat man da jetzt einfach nur Schleusen her. Ich hasse das, wenn man dann sehen kann. Aber normalerweise müsste das vom Distriktweg easy gehen. Ja, aber auf alle Fälle
Da wird's knapp, aber das müsste gehen. Machen wir Pause, Pause. Was sagt denn noch, wo da so ein Herr, gell, davon? Aber dann werden sie nicht verbunden sein, gell? Ja, ich finde es halt, was ich noch geil war, wenn es irgendwann, wenn du sagst, du hast da oben das da hier, dass sie es irgendwann so machen, dass wenn es jetzt ein Eck hast, dass das zum Eckdach wird. Dass du es halt so eckig abbauen kannst. War ziemlich geil. Vielleicht geht es auch nicht, was einfach bloß nicht. Keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht Timberborn Pro. Aber allgemein schaut das ganz nice aus. Sonnenblumenkerne. Verletzung, wir hatten eine Verletzung. Der Biber ist verletzt. Genau, was du wieder hochgestellt hast. Bei den Joggern müssen. Der Schwimmer ist sehr gut besucht. Muss man schon auch sagen. Okay, also die bauen da jetzt gerade da schon die Dinger, weil die halt einfach noch nichts mehr so zum da haben. Jetzt schauen wir wegen dem Weg. Alles locker, Alter. Der Weg ist so viel länger. Schau dir das an. Der Weg ist so viel länger. Genau. Gehen wir mal zum Weg einer. Frag mich gerade, ob das so funktioniert, weil. Da kannst du einfach so das Trickding machen. Ich möchte einfach, dass es gut ausschaut. Das ist das Problem. Und mir gefällt das so einfach besser aus wie anders. Boah. Wow. Schauen wir mal. Aber wird schon. Wird wirklich schon richtig gut, das gerade. Taugt das auch richtig gerade. Wie es ausschaut, vor allem so fett einfach. Ich wollte schon die ganze Zeit mal so ein fettes Teil bauen. Weiß auch nicht, ich habe irgendwie so Bock da drauf. Weiß ich nicht, wie sie da Brios setzen, wenn ich da grün setze und da rot. Dann scheint rot trotzdem für sie wichtiger. Okay. Vor allem, ich glaube, wir können da einfach das Wasser dann ein bisschen steuern. Man sagt, wir haben da das. Nicht da in so einem kleinen Eck und so ganze Zwang quetschen ist. Ist glaube ich besser. Ja gut, also wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo, lasst ein Like da. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal über Timberborn. Also habe die Ehre. Und falls ihr euch das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, ändern sehen möchtet, schaut auf alle Fälle im Stream vorbei. Was Spaß meistens, wie jetzt gerade. Also bis zum Stream. Ciao.